BR363 Einführung. Willkommen zur Lokführerschulung. Heute werden Sie durch den Betrieb einer BR363 Diesellokomotive geführt. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit besonders wichtigen Fahrsteuerungen und Gütertransporten. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu diesem kleinen Video, wo wir die BR363, die V60, zu fahren lernen. Hier in diesem mitgelieferten Bundesbahn-blauen Repaint, beziehungsweise dieser Lackierung, die wirklich sehr, sehr schön ist. Gut, Betriebswerk Köln-Nippes, aha, okay. Deutsche Bahn, das Ding darf in Belgien fahren, in Frankreich, denke ich mal, Elf Luxemburg, NS Niederlande, A-Voll, weiß ich nicht, das Eisenbahnunternehmen kenne ich nicht. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier irgendwo auf Dresden-Riesa. Und zwar bei diesem Chemiewerk hier. Die Güterzugwagen sind ebenfalls mitgeliefert, auf die können wir auch übrigens hinaufsteigen. Witzigerweise. Und auch wieder runterspringen? Nee. Interessante Geräuschkulisse hier. Was ich mich gefragt habe, ist, ob man eigentlich hier hoch... Ah, schade. Ich habe mich gerade ganz kurz gefragt, ob wir hier hochlaufen könnten, aber das können wir leider nicht. Ja, das Spiel hakt immer so ein bisschen zu Beginn, wenn man sich hier einmal das erste Mal umguckt. So, dann gehen wir mal rüber zu unserer kleinen Schublok. Das ist auch ein hübsches Bild, oder? Das auch. Okay, so, genug Fotos gemacht. Steigen wir ein. So. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Wahnsinn. Wow, die ganzen Texturen hier. Wow. Absolut wundervoll. Man merkt richtig, wie alt die Lok ist. Um das Führerpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel auf ein. Das ist dann wohl der Hauptschalter. Ein. Damit Treibstoff zu den Motoren fließen kann, muss die Treibstoffpumpe auf eingestellt werden. Okay, Moment, setzen wir uns nochmal hin. Machen uns ein bisschen Licht an. So. Treibstoffpumpe auf ein. Um die Motoren zu starten, drücken Sie den Motorstartknopf. Motorstart gedrückt. Um den hydraulischen Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter aktiviert werden. Was steht denn da? Leistung. Leistung ein. Drücken Sie den Umschalter, um dies als den aktiven Leistungsregler einzustellen. Mhm. Also im Grunde genommen sagen wir, dass wir dann hier mit dieser Seite fahren und nicht hier. Genau. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung. Vorwärts. Stellen Sie zum Lösen der Bremsen die Zugbremse in die Position Fahren. Okay, okay, Moment. So weit sind wir noch nicht. Ich möchte erstmal mir angucken, was wir sonst noch hier haben. Hier haben wir die Scheibenwischer, PZB-Einrichtung, Maschinenraumbeleuchtung. Machen wir einmal an. Signalleuchte vorne oben an. Vorne links an. Vorne rechts an. Scheibenentfroster Motorlicht an.
Instrumentenbeleuchtung an. Vorbauleuchten an. Signalleuchten hinten Mitte an. Zack. Zack. Einfach weil wir es können. Das ist hier der Scheibenwischer. PZB. Das hier ist die PZB-Anlage. Indusi Hauptschalter, Störschalter. Ah, hier können wir, glaube ich, die PZB dann anmachen. Oder? Tatsache. Machen wir jetzt aber nicht. Weil das hier ein Tutorial ist. Ich wollte einfach nur wissen, wo ich die PZB anmache. So, was ist das hier alles? Makro. Sehr schön. Entkuppeln. Nee, brauchen wir jetzt gerade nicht. Das ist die Handbremse. Was haben wir hier hinten? Lampentest. Das funktioniert alles nicht. Okay, das ist auch alles nicht interaktiv. Ach, das ist diese Funk-Fernbedienung. Die ist allerdings nicht aktiv. Ich glaube, die Signallichter könnten wir hinten ausmachen, oder? Egal, wir lassen die einfach an, weil wir es können. So, Zugbremse auf. Fahren. Ja, wobei fahren. Dann sieht die direkte Bremse auf. Lösen 100%. In dieser Einführung werden Sie Rangieraufgaben wahrnehmen und einen Zug bilden. Aha, ich werde Rangieraufgaben wahrnehmen. Dieser Zug ist nun betriebsbereit. Der Leistungsregler dieser Lokomotive ist etwas ungewöhnlich. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um schneller zu beschleunigen. Und bewegen Sie ihn dann zurück in die Position halten, um die Drehzahl des Motors beizubehalten. Okay. Benutze den Leistungsregler, um die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen und die Geschwindigkeit von 12 km/h zu erreichen. Aha. Das Ausrollen ist eine Methode zur effizienten Aufrechterhaltung der Drehzahl und zur Reduzierung der Motorbelastung und des Wartungsbedarfs. Bewegen Sie den Leistungsregler in die Position Leerlauf, um den Motor zu verlangsamen, bis er im Leerlauf läuft. Und stellen Sie... Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie die Zugbremse betätigen. Chemiefabrik Einfahrt. Wie schnell dürfen wir denn fahren? Ja. Wenn dann 25 maximal. Wir rangieren, ja. Wo sehe ich denn meine Geschwindigkeit? Da? Wer soll denn das bitte im Blick behalten können von hier aus? Hier kann man ja fast nicht ohne Hard fahren. So, ich gehe mal davon aus, dass die Weichen alle richtig stehen. Ah, sehr schön. Also da sehen wir auf jeden Fall die Drehzahl, wie die sich erhöht. Hier sehen wir die Motortemperatur. Ich weiß nicht so recht, ob die in diesem Sinne so wirklich funktioniert. Ich glaube nicht. Die Getriebeöltemperatur, also Kühlwassertemperatur sehen wir hier unten.
es nur neutral und volle Bremsleistung? Okay. Richtungswende rückwärts. Da. So, wir standen gar nicht richtig. Dieser Rangierbahnhof hat Handweichen. Bevor Sie losfahren, müssen Sie diese zu Fuß stellen. Klettern Sie jetzt nach unten und stellen Sie sicher, dass alle Weichen in der richtigen Position sind. Das ist doch immer noch falsch, oder? Ich meine, wir fahren doch jetzt hier nach rechts. Du bist doch eigentlich hier dieses Symbol nach rechts. Ist aber egal. Noch irgendwas? Mhm. Sehr schön. Möchte ich diesen Sitz hier verstellen in der Höhe? Nee. So, dann kuppeln wir mal da vorne an. Aber mit dieser Kupplung hier an den Wagen? Das bewegt sich. Wie cool ist das denn bitte? Wow. Ah, das war etwas zu schnell. Jetzt, da Sie gekuppelt sind, bringen Sie diese Tankwagen in den zweiten Satz, um einen Zug zu bilden. Sehr cool.
Wow, also dieser Chemiepark ist der Wahnsinn. So, dann denke ich mal, Fahrtrichtungswende wieder Vorwärtsstellung, oder? Ja. Langsam die Leistung erhöhen. Was denn dieses Ding hier? So, dann müssen wir noch gleich einfach nur noch anhalten. So. Ja. So, dann gehen wir mal in den Leerlauf. Ja, wobei näher. Echt, bremst du echt so krass runter im Leerlauf? Ja, okay, gut, es geht ja auch mit 1,9% hoch. Hübsch dieses kleine Stellwerk da vorne. Mit diesem Wartesignal. Ich weiß gar nicht, wie dieses Signal wirklich heißt. Leider etwas schlecht texturiert, aber. War. Nutzen Sie den Hebel und stellen Sie die Weiche, um zum linken Gleis zu gelangen.
Rückwärtsfahrt ausgewählt. Lösen. Lösen. Und ab geht er, der Peter. Wir spielen jetzt mal Rangierer und setzen uns mal hier hin. Mit dem Bremsen bei der 363 habe ich noch nicht ganz so sehr gecheckt. Auch wenn er sofort auf volle Leistung geht, verstehe ich nicht so recht. So, und dann diesen Zug koppeln wir dann an. Dass er aber auch sofort so krass langsamer wird, als ob der gebremst wird. Ich verstehe es nicht so recht. Ich habe ja nur die Leistung rausgenommen. Und vor allem, wir sind in der Waagerechten. Warum wird er denn automatisch so schnell so langsam? Da schon wieder. Das ist doch ein Scherz. Warum hält er denn sofort an, wenn ich einfach nur in den Leerlauf gehe? Verstehe ich nicht. Na gut, ich war nie so begeistert vom Rangieren, ne? Hallo, ich würde gerne ein bisschen mehr Leistung haben. Hallo?
Ja, geht auch. Vielleicht haben wir irgendwo eine Handbremse angezogen, kann es sein? Ah, das geht. So. Gute Arbeit. Kuppeln Sie jetzt vom Zug ab und bringen Sie die Lokomotive an Ihren ursprünglichen Standort zurück. Machen wir. Weißeck Chemieindustrie, Einfahrtgleis 3. Und da vorne halten wir dann an. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen. Voll darüber geschossen. Verrostetes Stück Eisen. Vorwärtsstellung. Das geht noch weiter. Hallo. Ja, das war falsch, oder? Nee, das ist richtig.
nicht anwenden. Was? Ich habe doch deine Bremsen gelöst. So. In den Leerlauf. Und anwenden. Ah. Autsch. Komm, ernsthaft? Das ist doch nichts. Ich werde echt nie wieder mehr rangieren. Ne? Ich finde das grausam. Einfach zu blöd fürs Rangieren. Gute Arbeit. Endlich. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Macht das gut. Auf Wiedersehen.